Vollautomatisches Handeln ist das Thema von PriceMesher. Ja, der PriceMesher ist ein Handelsautomat. Expert Advisor. Funktioniert auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5, auf ja, sämtlichen Märkten eigentlich. Man muss allerdings ein bisschen tüfteln, um die einzelnen Märkte unterschiedliche Einstellungen zu machen. Bist du ein Tüftler, hast wenig Zeit, magst gerne algorithmisches, automatisches Handeln, bleib dran, schau dir mal an, wie dieser PriceMesher funktioniert. Kann als Beispiel auch oben rechts ist eingeblendet Video zur AMD-Aktie, wie man so eine Aktie oder wie man so einen Wert dann auch so weit arbeiten kann oder testen kann, damit man sehr, sehr gute Einstellungen hat, die auch langsam in der Zukunft. Aber nächstes Mal möchte ich dir gerne zeigen, wie einfach es ist, PriceMesher die Plattform anzuschauen. Dazu jetzt erstmal viel Spaß. Wir sind wieder im MetaTrader 5 unterwegs. Wir schauen uns jetzt hier die Nvidia-Aktie an. Und wenn man jetzt zum Beispiel hergehen möchte und möchte für die Nvidia die Einstellungen finden, für den PriceMesher, dann muss man ihn natürlich erstmal einfügen aufs Chart. Und dazu geht man dann im Navigator, ich mal hier mit Bild rein, sieht man dann hier schon die PriceMesher-Variante, die wir hier anwenden wollen. Geht dann hier ein Bild auf. Fenster auf, wo man dann diese Einstellungen sieht. Ihr seht, es sind ganz viele Einstellungen, charakterisieren sich im Endeffekt hier so ein bisschen Trade Management. Das heißt, wie möchte ich den Stop-Loss setzen, wie möchte ich den Take-Profit setzen. Stimmt auch, wie lange die Order, die dann der Automat eingeht, gültig sein sollen, ob man zeitlich spezifizieren möchte, wie lange diese Trades laufen. Ja, man sieht ja zum Beispiel, wenn man so ein bisschen untersucht, mal mit dem Auge, dass so Aufwärtsbewegungen in der Regel 4, 5 Tage anhalten können und dann in der Regel ein Abwärtstag kommt. Das heißt, man könnte dort mal versuchen, so Pi mal Daumen, wenn man die besten Einstellungen findet, so eine Anhaltspunkt sagen, okay, nach 5 Tagen möchte ich gerne diesen PriceMesher jetzt erstmal oder wieder rausnehmen. Da kann man das hier sehr, sehr gut definieren. Order Expiry heißt dann, wie lange sollte gültig bleiben, wie lange sollte der Trade ausgeführt werden, und dann hat man hier verschiedene Moving Average Einstellungen. Das heißt, man kann mit verschiedenen gleitenden Durchschnitten arbeiten, man kann mit einem Oszillator arbeiten, mit einem Rückblick auf Preislevel, ja, so weiter und so fort. Und das Schöne dabei ist, man kann unterschiedliche Exit-Strategien wählen, also den Zeitausstieg mit Tagen oder aber auch über dann Stop-Loss, Take-Profit oder natürlich dann auch den Trailing-Stop, also sprich Trading Stop nach der sogenannten Markttechnik kann man anwenden. Und man kann sich entscheiden, ob man nur kaufen oder nur verkaufen möchte, beziehungsweise ob man beide Seiten zulässt. Dazu haben wir noch Saisonalität mit eingebaut. Das heißt, du kannst auch rausfinden, wie saisonal stark ja, ist denn Aktie, zu welchem Zeitpunkt, dem Zeitpunkt möchtest du dann diesen Algo auf die Aktie laufen lassen. Kann man zum Beispiel gut mit saisonalen Instrumenten knüpfen, wie zum Beispiel Sigmax es anbietet. Ja, den Link zu Sigmax findest du zum Beispiel in der Beschreibung dann auch. Und da kannst du dann rausfinden, die Aktie XY hat Saisonalität von Januar bis März. Dann stellt man hier ein, ich möchte gerne vom 15. Januar bis zum 27. März diesen Algorithmus aktiv halten, und zwar nur in Long-Richtung. Dann hat man die Möglichkeit, dort auch nochmal saisonale Filter mit einzubauen. Dementsprechend bestätigt man den Algorithmus dann letzten Endes mit OK, wenn alles eingestellt ist, und hat dann hier nochmal an der Seite einen Auszug, was alles eingestellt ist. Und dann läuft, wenn hier alles auf Autopilot steht, also hier muss der Algorithmus dann angeschalten werden, und in den Einstellungen muss man natürlich auch noch bestätigen, dass man wirklich per Algorithmus handeln möchte. Dann sieht man hier entweder bei MetaTrader 4 einen Smiley oder bei MetaTrader 5 das blaue Cappy dort ausgefüllt, und dann ist alles soweit in Ordnung. So, wenn dich sowas interessiert, hier oben findest du jetzt noch ja, die Strategie, die angewendet wird, die Strategieerklärung, und ansonsten in der Beschreibung dann einfach auf die Webseite und schau dich um, da findest du auch Informationen, wie du Algorithmen bekommst, und ich kann dir jetzt nur eins versprechen, du wirst überrascht sein, wie du denn Algo bezahlen kannst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim weiteren Stöbern und beim Schauen, ja, zum Beispiel des Strategievideos für den PriceMesher. Wir sehen uns definitiv dann beim nächsten Video oder vielleicht sogar in unserer Live-Veranstaltung, wo wir auch über den PriceMesher werden, nochmal ein bisschen.
Bis dahin sage ich ciao, ciao.